So eine gute Schlacht wieder. Wir haben einen Fall um. So. Ich bin tot. Helf, unterstützt doch mich ein bisschen. Ein bisschen. Gut. Meine Kollegen gehen alle offline, danke schön. Sie sehen alle immer wieder, dass nichts los ist und dann ist überhaupt gar nichts mehr los. Das ist das Problem. Wird nicht geholfen, geht gar nichts. Gib mir auch mal ein bisschen, gut. Wenigstens einen, aber ich bekomme immer weniger. Okay, ich habe auch ein bisschen negativ, weil ich jetzt extra gestorben bin, um diese Schlacht beizutreten, habe ich minus zwei Attribute. Ich kann nichts machen. Ja, toll. Kommen alle auf mich. Tötet ihn, ich brauche EP. Boom, zapadaba, zapaboom. Oh, es kommen langsam Rote. Ich bleib lieber da hinten. Ich bin schon wirklich das schwächste Mitglied. Ja, ihr seid schneller. Hey, nicht so buffen hier, so schnell buffen. Ich brauche da ein bisschen Schutz. Ja, ich brauche unbedingt bald mal Schuhe und weiß eigentlich was noch, Bewegungsgeschwindigkeit. Meine Taktik ist es einfach, gut möglich zu stehen und eventuell halt auch abhauen, wenn nicht. Aber wir waren so viele und ihr sterbt einfach. Mann, die Eisen sind so schwach. Ich verstehe es nicht. Tschüss. Ja gut. Ich helfe so nicht. Ich kann so überhaupt auch gar nicht helfen. Ich mal schauen, wie lange es geht, bis ich tot bin. Ich gehe jetzt einfach zum Orklager und zeige euch da noch ein bisschen. Ja. Also neue Party, sage ich mal, guten Tag. Oder guten Abend oder gute Nacht. Und ja, willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum, was immer noch ein Let's Play ist. Ja, ja, genau, genau, schaut euch die Arschleute. Jetzt sag ich wirklich Arschleute. Schaut euch das mal. Oh, gut, ich habe ihm geholfen. Das war's. So, sowas von. Die jagen einen und dann kommen, gehen sie auf mich, weil sie merken, oh, der ist ja noch schwächer. Na gut. Aber es ist wirklich so. Schaut euch das mal an. Fällt euch das mal auf? Schaut euch das an. Fällt euch was auf? Das da ist jetzt zwar alles unser, aber auch nur, weil wir es jetzt gerade alle erobert haben. Aber dieses Reich, die Syrten und die Igen, die arbeiten immer zusammen, die ganze Zeit. Weil wir am meisten gegen die Igen beschützen können, weil die Igen immer zahlenmäßig überlegen sind. Also was machen die Syrten? Sie sagen den Igen wahrscheinlich über das Forum oder so, komm, wir greifen immer zuerst die Eisen an und klauen die Edelsteine zusammen, dann dürft ihr uns angreifen. Und so ist es immer wieder, also, ja. Nun gut. Tja. Da müssen wir etwas walten. Wir gehen alle gemeinsam ins Reich Alsius. Ihr schließt uns alle an. Und dann gehen wir auf beide gleichzeitig. Und dann ist es unfair. Dann ist es wirklich unfair. So etwas will ich machen. Genau. Nichts anderes. Nun gut. Aber sind ja Spanier. Also die waren ja schon immer unfair. Was waren sie, als Kolumbus ja nicht mehr lebte?
die Spanier mussten unfair sein und diese Eingeborenen in Amerika alle niederwälzen und dann Mexiko und Argentinien erobern, Kuba. Ja, es liegt wahrscheinlich an den Spaniern einfach, weil sie so unfair sind. Was ist in Madrid? Ein Club, der extrem hohe Schulden hat, aber die ganze Zeit Geld ausgeben kann, weil sie von der Regierung finanziert werden. Nebendran gleich ein Slum, das als Todesstreifen bekannt ist. Und dort sterben die Leute, die einfach wahrscheinlich von der Regierung sogar kaputt gemacht werden. Nun gut. Extreme Hitze, aber niemand macht etwas dagegen. Kein Wald wird angepflanzt. Ich glaube, ich bin immer Spanierhasser. Irgendwie in jedem, egal wo, ich muss irgendwie Spanier hassen. Na gut. Was macht Barcelona? Sie wollen sich abspalten, Katalonien werden. Super. Was macht Cordoba? Sie wollen Cordoba wieder werden. Abspalten. Was macht der Nordwesten von Spanien? Wird wahrscheinlich abspalten. Gut. Dann ist Spanien halt nirgends mehr. Aber ich meine ja das nicht so ernst. Also ich bin ja nicht einer, der andere niedermacht, nur weil sie irgendwas Falsches, Böses machen oder so. Aber ich bin jetzt zum Beispiel immer einer, der sehr für alle reich und so sich einsetzt und so. Aber eben, wenn man mich runtermacht und immer alles unfair macht, dass ich ja es gar nicht mehr mag, dann bin ich da auch der Unfair und sogar der Unfairere. Aber was soll man sagen? Es ist so, die Bösen sind eigentlich die Netten. Ja, die Netten können böse werden, wenn sie böse angemacht werden. Das habe ich schon vielmal erlebt. Ich habe in der Schule habe ich am meisten gehauen, ich habe am meisten geschlägelt, weil ich musste. Die anderen hatten Schiss. Ich war der Einzige, der sich wehren konnte. Und ich sah nicht so aus, darum gingen sie auf mich. Schau! Ich bin ein kleines Hasi, ich sehe nicht so aus, darum gehen die Gegner auf mich. Und dann bin ich halt der Böse. Dann bin ich halt der Böse, aber ich bin der Faire. Ich bin der, der ja auch etwas macht für das Reich. Gut. Ich möchte mal schauen, hier hinten hat es immer früher gute Gegner in diesem Level. Aber jetzt haben die einmal alles geändert. Ja, die haben alles geändert. Die haben alles kaputt gemacht. Das ganze Spiel wurde kaputt gemacht. Verstehe ich nicht. Was macht Regnum? Eine tolle Closed Beta. Sie machen in der Open Beta alles kaputt. Eine, ja, mehr oder weniger gute Open Beta. Was machen sie? Sie machen neuen also in der Vollversion dann alles kaputt. Über Jahre geht alles kaputt. Es wird nichts besser. Bugs werden nicht rausgehauen. Quests werden nicht besser gemacht. Es wird alles kaputt genervt. Alles kaputt gehauen. Alles langweilig gemacht. Und was machen sie jetzt? Sie machen die EP in den Forts weg. Niemand will mehr in den Forts bleiben. Niemand will mehr verteidigen, weil sie ein paar Gegner hat, die zu leveln sind für dieses Level. Und sie verbünden sich die ganze Zeit. Jeder verbündet sich mit jedem. Also ist das Spiel eigentlich gar kein RVR-Spiel mehr, sondern ja, ich werde genervt und dadurch unbrauchbar mache das Spiel. Nun gut. Und ich liebe die alte Sonderreichspiel. Okay. Aber es ist dennoch, die Neuen, die das Spiel noch nie gespielt haben, merken gar nicht, was das für einen Charme hat, dieses Spiel zu spielen.
super Let's Player, ein super Zocker, ein, ja, vor allem ein Wiss, einer, der weiß, was er zockt oder was er zocken will und es auch macht. So ein Spieler weiß ganz genau, dass Regnum nie kaputt genervt werden kann, nie kaputt gehauen wird. Egal was. Und suche ich halt wieder ein bisschen etwas, was ich da machen kann. Ich bin nicht einer, der die ganze Zeit OP-Klassen machen muss. Ich habe jetzt zum Beispiel mal den Schützen genommen, dass ich wenigstens überleben kann, aber mal schauen. Werden wir mal schauen. Also, im Livestream können wir dann das alles für was bereden. Und wenn ihr Bock habt, dürft ihr danach mitmachen, natürlich. Und sonst, ich bin jeden Nachmittag, Abend und in der Nacht bin ich eigentlich hier. Ab und zu bin ich halt auch am Path of Exile spielen oder am Minecraft spielen. Und ja, im Livestream könnt ihr schauen, wann ich Regnum spielen werde. Und da könnt ihr dann auch drin vorkommen, mitmachen. Einfach kurz Bescheid sagen oder euch begrüßen in Game, wenn ihr mich seht. Dürft auch fragen, ob ich aufnehme dann oder eben livestreame. Und ja, irgendwann wird es schon richtig cool werden. Dann wird es für andere halt weniger toll. Aber da kann man nichts machen. Das Spiel lebt von der Unfairheit. Es wird nichts gemacht, damit das Spiel fair wird. Es kann doch man kann doch machen, dass man, wenn man 10 Gegner angreift, dass man dann einfach nur ein Zehntel voll aller Königreichspunkte bekommt. Ja, das ist jetzt ein bisschen falsch gesagt. Einfach, dass man, wenn man 25. ist und dann zu 10 angreift, automatisch alle in der Nähe nur die Hälfte bekommt. Oder sonst irgendwas. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, will es auch nicht sagen, weil das sind Entwickler, das müssen die Entwickler versehen, nicht die Spieler. Die Spieler müssen da nicht helfen eigentlich. Aber ich habe ins Forum geschaut von den Spaniern und habe es mal mit Google übersetzt, aber richtig übersetzt ist es nicht. Aber ich sage einfach mal dazu, dass die Entwickler lieber irgendwie Scheiße machen mit den Spaniern und das englische Forum im spanischen Forum ignorieren. Und auf das deutsche Forum haben sie überhaupt gar keinen Bezug. Überhaupt keinen Bezug. Die wissen gar nicht, dass es ein deutsches Forum gibt von Gamiga, oder? So ist es. Nun gut, aber ja. Ich habe ja Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß, sagt mal etwas. Ab und zu kommt Kommentar, schon klar. Aber das sind meistens eben Kommentare. Oh, ich habe dich getroffen und so. Und sonst nicht, aber mir nimmt es mal runter, einfach ein bisschen. Ist klar, ihr könnt noch nicht so cool mit Let's Player reden. Ja, das könnt ihr immer. Aber ich meine einfach, erst oder zweite könnt ihr mir gar nicht machen. Dann könnt ihr bei mir nicht, ja, so mega loben. Das geht bei mir nicht. Das wird bei mir weggesondert. Automatisch als Spam markiert. Und erscheint dann gar nicht. Und dann, ja. Es gibt halt auch noch nicht viel zu loben. Also, zum Beispiel bei einem sehr guten Let's Player. Wir hatten so extrem übertriebene Lobs ausgesprochen, dass ich meine, die bekommen für jeden Lob 10 Euro oder mehr. Aber helfen wird es ihm wahrscheinlich sehr wenig, weil er nie Kommentare beantwortet und auch nie ja, so richtig Einfluss nimmt. Vielleicht das auch gar nicht liest, weil er so viele Kommentare bekommt. Aber sagt nicht, wer es ist. Es ist nicht der Beste, es ist nicht der Zweitbeste, es ist nicht der Drittbeste. Es ist ein mittelguter Let's Play. Also von den Abonnenten her. Von der Beliebtheit weiß ich es jetzt nicht. Ich schaue nicht viel. Aber
Ja. Es ist so, dass es einfach natürlich viel mehr anmacht, dort Kommentare zu schreiben, weil es auch wahrscheinlich ankommt. Und bei mir könnt ihr tausende von Antworten auch machen, ohne dass es gespamfiltert wird. Aber das ist euer... Ja. Das ist euer Empfinden. So. Ich levele hier ein bisschen und rede jetzt noch ein bisschen mit euch, weil etwas anderes möchte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Hier habe ich immer noch die Sachen von Level 13, 12, 15. Aufschlitzschadenbonus für einen Barbar, sicher nicht, der noch nicht so hoch ist. Aber eventuell werde ich die wegschmeißen, wenn sie nicht gebraucht werden. Das ist zum Beispiel ein Hut für Level 20 mit Intelligenz 1. Da, schaut euch den mal. Der ist gut. Hm? Ja. Aber ich habe immer voll, also ich bin jetzt schon wieder... Ja, okay. Ein Drittel voll. Hm. Gracias, gracias. Die ganze Zeit wird gracias gesagt. Für was? Okay, zum Wiederbeleben, stimmt. Sage ich ja auch im Tanks, aber... Ganze Zeit? Die Spanier möchten immer nett sein, sind sie aber nicht. Jetzt sind sie doch. Vielleicht. Auf jeden Fall. Ja. Mag ich sie trotzdem nicht. Brasilianer mag ich, aber Portugiesen gar nicht. Ich mag Ronaldo nicht so. Er tut mir zu blöd. Also der alte Ronaldo, den mochte ich. Aber der neue... Oh, Jäger. Nein, das geht nicht. Hm. Ja. Noch den. Aber nichts bekommen. Man bekommt nichts mehr von den Gegnern. Haben die das so weit genervt, dass man einfach mal... Schlimmes widerfährt, nichts mehr schafft, weil man keine Items mehr bekommt. Oder wollen die unbedingt, dass man Items kauft? Aber wo kommen denn die Items her? Tja, Rätsel. Die Entwickler sind ein Rätsel. Ein böses, katastrophales Rätsel. Hallo, süßer Wolf. Kommst du eigentlich hier hoch? Wie kommt der jetzt hoch? Das will ich sehen. Schaut euch das an. Best of KI. Best KI forever. Champions of Regnum. Let's see. Tschüss, KI. Bye. Ja, spam nicht so. Ey, Game, hör auf zu spammen. Oh Gott, ich habe noch falsche Kamera. Tschüss. Mal schauen, wenn er verschwindet. Noch 30 Meter, 40 so. Hm. Tschüss. Noch nicht? Jetzt. Ja, 50, mehr als 50 Meter. Hm. Aber die schaffen wirklich überhaupt nicht zu zweit. Die schaffen nicht mal das Argusbock mehr einzunehmen. Okay, es sind auch viele Alsen jetzt hier, aber... Nun gut. Heute bin ich recht böse, ich weiß. Oh, 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 oh.
Süß. Ah, es ist so niedlich. Gut, jetzt muss ich da noch Path of Exile aufnehmen. Und morgen kommt die Testphase vom Livestream dran. Das wird wahrscheinlich noch nicht erscheinen, aber eventuell werde ich dann einfach mal Testing machen. Und eventuell kann ja dann jemand helfen beim Chat einblenden in den Livestream rein, dass ich es vor allem sehe, was ihr schreibt. Und ja, es interessiert mich einfach mal. So, jetzt möchte ich euch noch kurz etwas zeigen. Dazu müssen wir hier in die Höhle rein. Komm schon. Ja, ja, was handeln denn die? Oh. Das ist nix. Ja, okay. Sucht mal ein paar Yetis hier drin. Okay. Sie sind wenigstens jetzt nicht so weit oben. Sie sind aber manchmal noch weiter oben. Leute, fragt mal die Entwickler bitte, wie man hier questen soll, wenn man sie braucht. Man braucht sie für 2 Quests. Oder sogar mehr vielleicht später noch. Nein, das sind sowieso... Für 2 Quests braucht man sie. Ich habe mich lange wund gesucht, bis ich sie entdeckt habe dort oben. Da oben drauf. Und hier auf den Kristallen drin. Sozusagen hier da oben drin. Hey Entwickler, was seid ihr für Vollpfosten? Also wer das gemacht hat, ist entweder faul beim Platzieren oder einfach nur ein bisschen... Flüchtigkeit. Wie sagt man dem? Ja, macht einen Flüchtigkeitsfehler so. Oh. Aber das ist ein Drachenhelm, der bekommt man in dem. Der Instanz. Das ist alles Scheiß. Also ich würde diese Sachen würde ich niemals kaufen. Dann schon lieber den hier für einen Hex. Ich brauche Durchschlitz. Nein, ich brauche am besten Stumpf. Ich habe gesehen, dass sie extrem schlechte Rüstung gegen Stumpf haben. Ich mache Stumpfpfeile mehr. Und du tu noch den Bogensockel mit Stumpf. Bogen mit Stumpf. Und dann stumpfe ich die weg. Ich schlag sie weg. So wie, kennt ihr diese Wumme, die eine Faust schießt? So richtig. PAM! Voll in die Fresse. Naja. Irgendwie werde ich das schon ein bisschen... Ich weiß sogar noch etwas, was vielleicht noch effektiver ist, aber... Ja. Wisst ihr, wenn sich dann alle schützen, dann macht es ja auch keinen mehr Sinn. Darum erzähle ich euch das jetzt gerade nicht. Aber wahrscheinlich wisst ihr es schon. Also ihr denkt es schon. Wissen ist ja nie richtig. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Na gut. Ja, ich schau mal, wie lange ich aufgenommen habe. Ich glaube, 20 Minuten. Bisschen weniger wahrscheinlich. Und werde dann noch ein bisschen draufsetzen, wenn ich etwas gefunden habe, das ich euch zeigen kann. Na gut, also Dankeschön fürs Schauen. Und ich hier unter dem Matterhorn sage... Tschüssi aus der Schweiz, von Basel, ja. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part oder zum Livestream. Tschüss.